Hallo und herzlich willkommen zu die Jungs Kommentare Kommentiershow. Heute mit dem Moos und mit dem Tizi. Der Ärmellose. Was soll der Armlose? Der Armlose Oos. Lieber Arm, aber es. Nee, lieber Arm dran als Arm ab. Lieber. Sieht man überhaupt nicht im Arm? Nö. Das ist ja so. Hi! Heute kommentieren wir. Schaut, das ist echt was, nö. Okay, was wäre, wenn es keine Frauen geben würde? Hier ein kurzer Ausschnitt. Ja, ich meine ja nur, ohne Frauen gäbe es ja auch keine Männer, ne? Ja. Das ist wie dieses Eier- und Huhn-Prinzip. Ein Meteor ist auf der Erde abgestürzt. Das ist der letzte Song. Der alle Zalandos auf der Welt zerstört hat. Der alle Zalandos auf der Welt zerstört hat. Zerstört hat, zerstört hat. Der alle Zalandos auf der Welt zerstört hat und so sind die Frauen ausgestorben. Zalando-Meteor, jetzt im Kino. Ich hab doch keine Arme, wie soll ich das denn machen? mach mal. Also, wenn die so nebeneinander sitzen, dann würden die doch auch ein süßes Pärchen sein. Oder ich meine, die sind so knuddelig. Meinst du, Tizi und Andre? Sau krass, das sagen so viele. Ja, was läuft denn bei euch? Wir sind ja nur befreundet und jeder denkt. Ja, ja, Bromance. Sexy. Ich finde das Wort genauso scheiße wie YOLO. Sex, ah, Sex, ah. Nur weil du gern mit mir Sex hättest, kann ich ja nichts dafür. Nee. Oh. Hast du letztens behauptet, aber. Das war zu weit, man. Wir sind jetzt bei Fanfiktion. Warum muss der Boy denn alles im Stehen machen? Aber egal. Es gibt dann ja auch passend dazu sicher auch ein paar Fanfictions über dich und Andre, oder? Nicht nur über dich und Jan. Ich weiß ja, dass Jan und Andre zusammen Jandre sind. Ich glaube, du und Andre seid dann Tandre, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist genau das bei Tizis 18. Geburtstag passiert. Nee, sowas Schwules ist mir noch nie passiert. Also ich bin ja nicht homophob, aber das fand ich auch ein bisschen zu heftig. Aber was an meinem 18. Geburtstag passiert ist, werdet ihr nie erfahren. Oder irgendwann doch vielleicht. Hier kommen wir zur letzten Die Jungs KKS mit OG und mir. Und hier ein kleiner Ausschnitt. Ich entleere meinen Sack ja auch nur alle paar Wochen. Ich bin ja Junggeselle. Oh mein Gott, ey. Ja, OG hat den besseren Kleidungsgeschmack. Say what? Woher weiß OG, dass die Sack gelb ist? Was? Ey, aber mein Sack ist nicht gelb. Doch, der ist ja gelb. Ich weiß gar nichts. Mein Name ist Hase, ich weiß von nix. Okay, dann geht's jetzt hier weiter mit den Extras zu Tischweiger, Dr. Alice. Die Tochter ist behaarter als der Vorder. Hahaha. Ja. Der arme Phil, immer wird er gedisst wegen seinem Bart. Soll ich das Geheimnis lüften? Lüft's doch mal. Mein Bart ist nicht echt. Hat es wehgetan? Ja. So. Oh shit, vielleicht. Das heißt nicht, dass. Ich habe gesagt, nicht echt. Das heißt nicht, dass er angeklebt ist. Es sind halt einzeln alle reingepflanzt, die ganzen Haare. Deine Arme sind verschwunden. Doch jetzt sind sie. Naked Oos. Komm, wir gucken mal rein. Hier in den One-Taker, wo wir uns schön dissen können. Wir sind heute die Fahrer. YTDTZ. YTDOG. Schade, dass ihr so selten erwähnt wurde. Ihr seid total vorsichtig gefahren, ne? Ja, das stimmt nicht. Vorsichtig, wie gesagt, voll losgebrettert, aber das Auto hat nicht mehr hergegeben. Ja, Vollgas gegeben. Bei der Probe habe ich zum Beispiel nie gebremst, dann hat es mich sofort aufs Dach gelegt und musste man in den bestimmten Momenten vom Gas runtergehen. Das heißt ja nicht, dass stimmt, du warst ja sogar auf dem Dach in der Probe, ne? Naja, da haben wir ausgerechnet, aber wurde von so einer Geilen massiert, das war richtig geil. Da hat die mich dann auch so genommen, ne, und dann so, hat die mich so eingerengt, das hat so richtig. Hast du bei deiner Thai-Massage bekommen, das weiß ich nicht. Nee, hat die mich so eingerengt und das hat so krrrr gemacht, wie gesagt, und dann habe ich so. Oh! Geil! Wirklich, wir kamen so raus, weil es so richtig gut getan hat, das Einrenken. Hat die auch so geguckt, aber sie hat gelacht, die hat es gefallen. Schöne Grüße, wenn du das Video anschaust. Ich wollte ganz kurz sagen, ich bin nicht vorsichtig gefahren, meine Gangschaltung war kaputt im kompletten ersten Rennen und ich bin im dritten Gang gefahren. Das stimmt wirklich. Das kann man sehen, wie ich. Es hat ja nicht auf mich geschaltet. Ich war immer so, komm schon! Ich bin immer so drin gesessen. Meine Antriebswelle war kaputt. Wirklich? Im zweiten war deine Batterie doch leer. Ja, ja. Und die Mechaniker, wir wissen auch nicht, wie der Saft so schnell leer gehen konnte. Ja. Ich kann euch sagen, wie der Saft schnell leer geht, indem man
eine alte Batterie einbaut. Ihr seid trotzdem die Gewinner der Herzen, trotz der scheiß Autos, die ihr hattet. Egal, es hat sau viel Spaß gemacht. Wie gesagt, dabei sein, das alles war geil. Ist vorbei. Und ja, das war's. So viele Videos hatten wir die Woche gar nicht. Das ist eigentlich wie immer. Ja, ich hoffe, ihr schreibt fleißig Kommentare. Wir haben nächste Woche für euch wieder eine Instagram-Folge geplant. Also schön fleißig alles kommentieren auf Instagram, hier drin unsere Accounts. Und nochmal in der Infobox und wir sehen uns. War's dann, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Füßeln. Das war die Com-Com-Show auf die Jungs. Hier oben geht's zur letzten Folge von letzten Donnerstag. Und hier unten geht's zum Rap-Feature mit André und TC.